Aus gegebenem Anlass und weil sich das sehr viele von euch gewünscht haben, sprechen wir heute mal ein bisschen über die LTU, eine deutsche Fluggesellschaft mit einer sehr langen, interessanten Geschichte und eine Fluggesellschaft, die es seit mittlerweile über einem Jahrzehnt schon nicht mehr gibt. Trotzdem scheint die Airline immer mal wieder bei einigen Passagieren noch im Hinterkopf rumzuschwirren, beziehungsweise einige scheinen sie sogar wirklich zu vermissen. Was es damit auf sich hat und was diese Airline in den ganzen Jahren für Flugzeuge in der Flotte hatte, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. LTU steht für Lufttransportunternehmen. Ein richtig schön unattraktiver deutscher Name. Deswegen bleiben wir direkt von Anfang an mal bei der Abkürzung LTU. So haben die meisten von euch sicherlich diese Fluggesellschaft auch noch in Erinnerung. Vielleicht vom letzten angenehmen Urlaubsflug kurz nach der Jahrtausendwende. Oder ganz vielleicht ist euer letzter oder vielleicht einer eurer LTU-Flüge schon sehr viel länger her. Denn die Fluggesellschaft gab es wirklich lange. Gegründet wurde die LTU damals noch als Lufttransportunion im Jahr 1955. Und genau da fangen wir am besten auch direkt mal an. Also 1955 wurde der Laden gegründet von einem Engländer in Frankfurt als Lufttransportunion. Die Abkürzung LTU gab es trotzdem schon und ein deutscher Bauunternehmer war Gesellschafter. Über diesen deutschen Bauunternehmer bzw. über seine deutsche Staatsbürgerschaft holte man sich dann die nötigen Zulassungen und die nötigen Rechte, die man brauchte, um in Deutschland einen Flugbetrieb mit einer neuen Fluglinie aufbauen zu können. Dazu brachte der deutsche Bauunternehmer mit seiner Firma die nötigen Sicherheiten, die man brauchte, um bei der Bank einen ordentlichen Kredit zu bekommen. Den haben sie bekommen und so konnten sie direkt Ende 1955 im Dezember gleich mal die ersten drei Flugzeuge für die neu gegründete LTU kaufen. Das waren drei Maschinen aus der Vickers Viking-Reihe, gebrauchte Flugzeuge, die man aus England übernommen hatte. Und so konnte man dann im Jahr 1956 im März den Flugbetrieb der LTU starten, mit einem Flug von Frankfurt nach Catania. Das funktionierte gut und in den darauffolgenden Monaten schaffte man sich dann noch drei weitere Maschinen des gleichen Typs an. Auch immer noch gebrauchte Flugzeuge, aber mit dieser Flotte bestehend aus 6 Maschinen war es dann möglich, im selben Jahr noch neben Catania 57 weitere Strecken zu eröffnen in Europa, Asien und Afrika. Aus der Lufttransportunion machte man jetzt das Lufttransportunternehmen, LTU konnte also bleiben. Man zog mit der Fluggesellschaft nach Düsseldorf um und expandierte mit einer ersten Turboprop-Maschine vom Typ Fokker F27 Friendship. Und alles, was danach so in die LTU-Flotte kam, in den darauffolgenden Monaten zumindest, sieht jetzt so ein bisschen nach Experiment aus. Es kam eine besondere de Havilland-Maschine. Ein Exemplar davon fliegt heute in restaurierter Form noch immer in LTU-Farben. Mit dieser Maschine werden im Jahr hin und wieder mal Rundflüge durchgeführt. Dazu gab es dann noch eine Maschine vom Typ Bristol 170 und die Douglas DC-4. Also LTU war zu dieser Zeit wirklich experimentierfreudig und setzte ihre doch mehrere hundert Passagiere pro Jahr wirklich in interessante Flugzeuge. Jetzt begann dann aber Ende der 1950er bzw. Anfang der 1960er Jahre, vor allem durch die Caravelle aus Frankreich, in Europa die große Passagierfliegerei mit jetgetriebenen Flugzeugen. Und daran wollte LTU selbstverständlich teilhaben, so wie wahrscheinlich jede Fluggesellschaft, jede noch so kleine Fluggesellschaft zu dieser Zeit auf der ganzen Welt. Und sie wollten vor allem auch an diesem Flugzeug teilhaben, denn von der Caravelle versprach man sich, dass die Maschine perfekt in das noch recht europalastige Streckennetz der LTU passen würde. Außerdem schien sie deutlich ausgereifter und sicherer zu sein als die britische Comet und die Caravelle als eine der ersten größeren jetgetriebenen Passagierflugzeuge schien alle Vorteile der Jetfliegerei für die LTU in einer passenden und vor allem erschwinglichen Art und Weise zu vereinen. Also kaufte LTU das Flugzeug, aber auch hier wieder gebraucht, man übernahm die Maschinen nämlich von Finnair. Drei Stück erst einmal. Diese gebrauchten Exemplare wurden dann Ende der 1960er Jahre nochmal durch die sogenannte Super Caravelle bei LTU ersetzt. Das Flugzeug war einfach eine ausgereiftere Variante der Caravelle und mit der Fokker F28, dafür war LTU sogar Erstkunde, der Vorgänger der Fokker 100, war man jetzt so rund um 1970 wirklich ziemlich gut aufgestellt und betrieb in der Flotte nur noch Passagierflugzeuge mit Jetantrieb. Allerspätestens jetzt rief für LTU die große weite Welt, denn ganz weit weg in Amerika baute Boeing die 747, die wurde so ab 1970 bei verschiedensten Fluggesellschaften untergebracht und das war dann vielleicht für die kleine Airline aus Düsseldorf ein bisschen groß. Von dort aus sollten dann auch Fernreisen zu touristischen Zielen mit Großraumflugzeugen möglich sein. Condor machte das vor, ab 1971 war das die erste Fluggesellschaft, die einen Jumbo im Betrieb hatte und für LTU war der Boeing 4-Strahler dann wahrscheinlich einfach ein bisschen groß. Da entdeckte man dann drei Triebwerke für sich. 1972 feierte man in den USA die Indienststellung der TriStar. Ab 1973 waren dann schon die ersten Exemplare, die ersten brandneuen Exemplare bei LTU in Düsseldorf zu sehen. Und mit diesen Flugzeugen, mit diesen Lockheed Großraumflugzeugen konnte man jetzt auch bei den ganz großen mitspielen. 15 Exemplare hatte man bestellt und damit flog man dann auch mal eine große Anzahl an Leuten etwas weiter weg. Zum Beispiel
Beispiel nach Sri Lanka oder in die Karibik. Oder man schaufelt einfach einen Riesenhaufen an Urlaubern auf die Kanaren oder nach Mallorca. Und das funktionierte gut. Irgendwie war das damals noch alles etwas überschaubarer. Die Flieger hatten eine All-Eco-Bestuhlung, die Ticketpreise waren relativ niedrig, also es waren quasi Low-Cost-Urlaubsflüge, bevor der Begriff dafür erst richtig erfunden wurde. Und die Reiseveranstalter füllten die Flugzeuge immer wieder bis zum Anschlag mit glücklichen Urlaubern. Mitte der 1980er Jahre hatte die Lockheed TriStar Flotte etwa 7500 Abflüge vom Flughafen Düsseldorf pro Jahr. Das macht im Schnitt etwa 20 Starts jeden Tag. 20 Starts, bei denen sich ein dickes Flugzeug auf dem Weg Richtung Sonne macht. 2,5 Millionen Passagiere zählte die LTU zu dieser Zeit pro Jahr. Für die sehr beliebten Strecken kaufte man dann Ende der 1980er Jahre die McDonnell Douglas MD-11. 4 Stück davon. Die Maschine ist selbstverständlich auch sehr viel moderner als die Lockheed TriStar, aber sie ist halt eben auch ein bisschen größer. Man blieb also den dreistrahligen Flugzeugen treu. Das mit den Auslieferungen hat sich dann aber so ein bisschen verzögert. Die ersten Maschinen kamen erst Anfang der 1990er Jahre und weil man da schon die Kapazitäten verkauft hatte, griff man kurzerhand mal auf eine Boeing 747-200 der Evergreen zurück, die man dann auch häufiger mal am Flughafen Düsseldorf sehen konnte. Die war nämlich groß genug. Kurz danach verfolgte LTU eine ähnliche Strategie wie die Ferienfluggesellschaft Condor. Beziehungsweise eigentlich ist es andersrum richtiger, denn Condor verfolgte eher die Strategie der LTU. Condor ließ sich damit nämlich noch ein bisschen Zeit. Mitte der 1980er Jahre bestellte die LTU nämlich die Boeing 757, hauptsächlich für ihre Europa- bzw. Nordafrika-Tourismusstrecken und die Boeing 767 etwas später hauptsächlich für Langstrecken. Diese Maschinen brachte man dann aber nicht in der eigentlichen LTU unter, sondern in einer Tochtergesellschaft, der LTU Süd, kurz LTS. Diese Gesellschaft hatte man 1984 gegründet, mit demselben Hintergedanken, wie man dann auch 1987 die LTE, die LTU España, gegründet hat. Man wollte eine hocheffiziente, sparsame, günstigere Variante der LTU an den Start bringen. Die Mitarbeiter dort waren eben nicht bei der LTU, sondern bei der LTU Süd angestellt. Das klingt fast gleich, aber halt eben auch nur fast. Die hatten nämlich ganz andere Verträge und dementsprechend auch andere Gehälter, denn man wollte hier vor allem an den Personalkosten sparen, um die Airline unterm Strich effizienter zu machen. Die LTU Süd sollte dann ab Mitte der 1980er Jahre hauptsächlich von München aus Leute in den Urlaub bringen, war dann aber auch immer mal wieder an anderen Standorten zu sehen, zum Beispiel im Norden in Hamburg oder auch mal an der eigentlichen LTU Homebase in Düsseldorf. Und für diese Gesellschaft und das Vorhaben, was dahinter steckt, war die Kombination aus Boeing 757 und 767 natürlich perfekt. Beide Flugzeuge waren modern, beide Flugzeuge sind neu und beide Flugzeuge sind vor allem fast gleich. Die Piloten der LTU Süd können auf beiden Flugzeugmustern eingesetzt werden, genauso ist das mit den Flugbegleitern und ab 1990 machte das die deutsche Ferienfluggesellschaft mit der Südflug, ihrer Tochtergesellschaft und genau der gleichen Flottenstrategie, einfach nach. Denn sie kauften auch Boeing 757 und 767 mit dem gleichen Hintergedanken, man brachte sie bei der Südflug unter und ließ die Maschinen da in der Condor-Bemalung, aber mit weniger gut bezahltem Südflugpersonal fliegen. 1992 war da aber dann schon wieder Schluss, da integrierte man die Südflug dann komplett in die eigentliche Condor, also in die Muttergesellschaft. Bei LTU ging das Ganze noch bis 1997, dann wurde auch die LTS, ein Teil der eigentlichen LTU, die übrigens mittlerweile voll und ganz damit beschäftigt war, sich komplett neu aufzustellen. Man kaufte den neuen Airbus A330-300, der die mittlerweile wirklich in die Jahre gekommene TriStar bei der LTU ersetzen sollte. Denn das jahrelange Arbeitswert der Fluggesellschaft sorgte mittlerweile für zu hohe Kosten und machte aus der Ferienfluggesellschaft, aus der namhaften Ferienfluggesellschaft, eine Airline mit kleinen finanziellen Problemchen. Daraus wurde dann eine komplette Flottenumstellung. Alles ging auf einmal in Richtung Airbus. Man strebte langfristig eine A330-A320-Kombination an, was für die LTU ja auch durchaus nachvollziehbar und sinnvoll erschien. Im Hintergrund wurden zu diesem Zeitpunkt aber schon wild Anteile der LTU hin und her geschoben, denn für die Zukunft der Fluggesellschaft sah es da schon etwas düster aus. Unter anderem durch die Terroranschläge am 11. September 2001 in New York musste die Fluggesellschaft aus Düsseldorf dann einen Verlust verkraften. Aber man hatte ja eine namhafte Fluggesellschaft, eine Fluggesellschaft mit einem guten Ruf, mit einem sehr starken Namen in Deutschland, also investierte man weiter und rettete die LTU vor dem Aus. Man investierte weiter, heißt man kaufte neue Flugzeuge und brachte die Flottenumstellung auf Airbus weiter voran. Insgesamt fast 10 große A330-300 ersetzten die alten Langstreckenmaschinen bei der LTU. Kurz nach der Jahrtausendwende kamen dann auch die für in Anführungszeichen richtige Langstrecken deutlich besser geeigneten A330-200 in die Flotte. Genauso kam dann auch der Airbus A320, der dann die alten Boeing-Maschinen ersetzen sollte. Also was die Kapazitäten anging, schrumpfte man sich Stück für Stück einfach wieder ein bisschen gesünder. Man strickte das gesamte Unternehmen moderner und schlichtweg einfacher, sofern das dann komplexe Vertragsstrukturen innerhalb der LTU zuließen. Und im Jahr 2005 hatte
man dann in der Flotte über 20 Airbus-Flugzeuge mit einem Durchschnittsalter von nur etwas mehr als 3 Jahren. Viel moderner und aufgeräumter geht es wahrscheinlich gar nicht. Also man hatte es jetzt geschafft, wieder eine Flugzeugflotte mit viel Potenzial dahin zu stellen. Und damit müsste man doch jetzt seinen Platz am Markt behaupten können. Von einem starken Namen und von einer modernen Flotte, davon muss man doch profitieren können. Man versuchte das, machte unter anderem zum Beispiel mit Flügen zum Nordpol auf sich aufmerksam. Das war immer so ein Ding, da wusste man, ey, das macht die LTU. Und auch das in Anführungszeichen ganz normale Streckennetz der LTU blieb selbstverständlich gewohnt interessant. Heißt, es gab tolle Warmwasserziele hier in Europa oder auch in Nordafrika oder auch interessante Langstreckenziele, wo auch immer mal wieder eine Stadt drin war, die auch für den ein oder anderen Geschäftsmann durchaus interessant sein könnte, den man dann mit der LTU First Comfort Class oder der European Comfort Class abholen konnte. Aus der Ferienfluggesellschaft formte man jetzt immer mehr eine Linienfluggesellschaft, aber das war die LTU einfach nicht. Aber als Ferienfluggesellschaft wollte sie so nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Im Jahr 2007 wurde die angeschlagene Fluggesellschaft dann von Air Berlin übernommen. Damit startete jetzt eine 4-jährige Übergangsphase, bei der zuerst die kleineren Airbusse der LTU direkt mal in die Flotte der Air Berlin übergingen, wenig später dann auch die größeren Airbusse, die touristischen Langstrecken wurden aber noch unter dem Namen LTU durchgeführt, das dann aber auch nur noch bis zum Jahr 2009. Dort wurde die Marke LTU, zumindest was den Außenauftritt der Fluggesellschaft anging, komplett eingestampft. Diese eben angesprochene Übergangsphase endete dann im Jahr 2011 damit, dass auch die LTU-Mitarbeiter jetzt ein Teil der Air Berlin wurden. Heute wissen wir, die Air Berlin steht seit 2017 am Boden und damit bleibt uns auch eigentlich gar nicht mehr wirklich viel zu erzählen. Die LTU hatte seit 1955 in den ganzen Jahren nie einen Totalverlust mit Todesopfern zu beklagen. Man hat lediglich mal eine Lockheed TriStar in Düsseldorf am Boden verloren, nachdem das Flugzeug bei Wartungsarbeiten Feuer gefangen hatte. Ansonsten hatte man mit der LTU ganz einfach eine Fluggesellschaft, die langsam und vorsichtig, aber dafür auch gesund und erfolgreich aufgebaut wurde. Man konnte mit dieser Fluggesellschaft wirklich große Erfolge feiern und irgendwann passte die Airline wahrscheinlich einfach nicht mehr so richtig in die Zeit. An manchen Stellen wünscht man sich da heute die LTU absolut nachvollziehbar als Fluggesellschaft zurück, wenn man da aber an die Zeiten von 1985 oder sowas denkt, so würde die Fluggesellschaft heute selbstverständlich nicht wirklich lange durchhalten. Aber mit LTU als Projekt, als Nachfolger, möchte man es dann irgendwann doch nochmal hinbekommen, zumindest auf der Langstrecke. Damit möchte man die LTU quasi wiederbeleben, ist man schon eine ganze Weile dran. Was daraus noch wird, schwer zu sagen, aber immerhin haben die mittlerweile ein Modellflugzeug. Na gut, ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ein riesengroßes Dankeschön geht heute noch raus an Nils. Vielen lieben Dank an dich für deine tatkräftige und sehr, sehr großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich auf Feedback zum Video. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen und tschüss.